Auch hier knallt's, Dschungelbegleitungen im Hotel. Auch abseits des Camps gibt es Streitigkeiten. Seit Freitag flimmert eine neue Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus über die Bildschirme. Bereits in den ersten Folgen kam es schon zu einigen hitzigen Auseinandersetzungen, die beiden Bewohner Cosimo Ciciolo, 41, und Tessa Bergmeier, 33, zofften sich schon am ersten Tag. Doch jetzt gerieten zwei Dschungelbegleiter aneinander. Wie Bild berichtet, sollen sich die Frau von Markus Mörl, 63, und die beste Freundin von Jamila Robe, 55, im Hotel in die Haare gekriegt haben. Bei dem Streit soll Yvonne König, 51, die Betreuung von Jamilas 12-jähriger Tochter bemängelt und die Freundin der 55-Jährigen kritisiert haben. Die Beschuldigte wollte dies nicht unkommentiert lassen und soll am Montagmorgen auf Markus' Partnerin losgegangen sein. Dies endete mit einer Drohung, Yvonne Wölkes, die Liebste des Sängers, zu verklagen. Bisher schlagen sich Markus und Jamila ziemlich wacker im Dschungel und scheinen für nicht viel Aufsehen zu sorgen. Beide bewiesen schon bei ihrer Ankunft im Camp eine Menge Mut, der 63-Jährige und die TV-Bekanntheit mussten mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug springen.